Das richtige Zusammenschweißen und Stopfen der Eggeregister ermöglicht den Paralleldurchfluss im System. Wie das Schweißen, Kürzen und Stopfen funktioniert, erfährst du hier im Video. In unserem Beispielfeld B5F2 werden ca. 4,3 180er Eggeregister benötigt. Um diese miteinander zu verbinden, haben Sie am Sammler jeweils einen Nippel und eine Muffe. Sie werden im Feld so angeordnet, dass immer Nippel am Muffe anliegt und dann miteinander verschweißt. Je nach Breite eines Feldes besteht es nicht immer aus ganzen Eggeregistern. Zur Anpassung an die Feldbreite können die Register auch gekürzt werden. Dazu wird das Register an die Restfläche angehalten und man sieht, wie viele der 10er Leitungen noch benötigt werden. In unserem Beispiel haben noch 1, 2, 3 10er Leitungen im Feld Platz. Jetzt wird mit einer Rohrschere der Registersammler mittig zwischen den 10er Leitungen geschnitten, ebenfalls die Halterschienen und auch der zweite Sammler. Den Verschnitt behalten wir zurück. Dieser kann in einem nächsten Feld wiederverwendet werden. Das gekürzte Register wird nun ebenfalls mit den restlichen Registern verbunden. Um im Eggersystem den parallelen Durchfluss herzustellen, wird der Sammler an vordefinierten Stellen gestopft, also verschlossen. So wird das Wasser in gewünschter Richtung durch das Feld geleitet. Die Stellen, an denen gestopft werden soll, kannst du aus Tabellen ablesen. Welche Tabelle dabei zu wählen ist, hängt von drei Attributen des Feldes ab. Nummer 1. Wo befindet sich das Feld? Ist es eine Boden-, eine Wand- oder eine Deckenfläche? Nummer 2. Wo ist die Verbindung zum nächsten Feld? Befindet sie sich auf gleicher Sammlerseite oder diagonal? Und Nummer 3. Wie breit ist das Feld? Wie viele 10er Leitungen haben im Feld Platz? Zur Veranschaulichung schauen wir uns in der Beispielplanung den Heizkreis B5 mit dem Feld B5F1 an. Folgende Attribute treffen auf das Feld zu. Es befindet sich am Boden, die Verbindungen sind diagonal und die Breite des Feldes in der Planung wurde sie vorerst geschätzt. Bitte passe sie immer vor Ort bei dir auf der Baustelle an deine Istmaße an. Wir nehmen für unsere Beispielplanung die Schätzung an, dass es 39 10er-Rohre sind, bestehend aus 5 Stück ganzen Eggerregistern mit 7 Stück 10er-Rohren und einem gekürzten Eggerregister mit 4 Stück 10er-Rohren. Aufgrund dieser Attribute ist die entsprechende Feldtabelle zu wählen und wir sehen, dass das Feld in 5 Abschnitte zu unterteilen ist. Ein Abschnitt mit 7 Stück 10er-Rohren und weiteren 4 Abschnitten mit jeweils 8 Stück 10er-Rohren. Im ersten Schritt markieren wir die Punkte, an denen gestopft werden soll. In unserem Beispiel starten wir auf der Seite des rot markierten Vorlaufs. Der erste 7er Abschnitt wird zuallererst gegenüber vom Vorlauf am Sammler gestopft. Anschließend wird nach 7 Stück Rohren und vor dem Rohr des nächsten Abschnitts der Sammler jeweils mit einem Stopfen verschlossen. Für die noch fehlenden 8er Abschnitte wiederholt sich dieser Vorgang. Allerdings wechseln wir jedes Mal die Sammlerseite und es wird wieder nach Ende des Feldes und vor dem Abschnitt des nächsten Feldes gestopft. Am Ende des Feldes ist jetzt die Verbindung zum nächsten Feld bzw. der Rücklauf zum Heizkreisverteiler. Auch hier wird wie beim Vorlauf noch einmal gegenüberliegend gestopft. Jetzt sind alle Stellen markiert und wir können mit dem Stopfen loslegen. Beim Stopfen des Sammlers ist darauf zu achten, dass die angrenzende 10er-Leitung nicht mit verschlossen wird. Deshalb halten wir von der Achse des 10er-Rohrs 2 cm Abstand. Die Rillen am Sammler haben einen Abstand von 5 mm. Deshalb schneiden wir den Sammler nach der 5. Rille und haben so exakt 2 cm und das 10er-Rohr kann so nicht mit verschlossen werden. Sobald geschnitten wurde, verschließen wir mit einer Kunststoffschweißung und einem Stopfen den Sammler. In der Animation siehst du nun dargestellt, wie durch das Stopfen der markierten Stellen das Wasser im parallelen Durchfluss durch das Feld durchströmen kann.